Interview mit einer Legende, zumindest für mich. Ich interessiere mich ja total für irgendwie Case-Modding und besondere PC-Konzepte und neben mir steht Roman Hartung, auch bekannt als der Bauer. Das muss man mal gehört haben, wenn man dieses Video angeklickt hat, denn der Mann baut die richtig geilen Rechner. Und neben uns steht, ist es der welterste wassergekühlte Consumer-Rechner? Es ist ja nicht wassergekühlt, aber es ist ein zweiphasiger Tauchkühlungs-PC, um es richtig auszudrücken. Es ist der erste seiner Art für einen Gaming-Betrieb. Diese Art der Kühlung gibt es schon länger im Serverbereich. Fujitsu hat zum Beispiel sowas schon vorgestellt. Die Flüssigkeit ist auch nicht gerade neu, also gibt es schon seit ein paar Jahren. Aber wir waren jetzt die Ersten, die das für ein Consumer-System das erste Mal vorgestellt haben. Zeig mal, was du da gebaut hast, bitte. Was für Komponenten sind da und was genau sehen wir da überhaupt? Ich meine, es blubbert die ganze Zeit, aber was genau sehen wir? Also die Komponenten sind grundsätzlich mal X299-Plattform. Also wir haben einen 7800X. Der ist geköpft, ein bisschen übertaktet, moderat auf 4,4 GHz, auf einem MSI Gaming M7 Board. Hier auf der Seite sehen wir eine 1080, eigentlich relativ handelsübliche Hardware, sage ich mal. Spezielle ist natürlich die Flüssigkeit, ja. Flüssigkeit heißt 3M Novec, ist der Handelsname. Und es ist eine technische Flüssigkeit, die dafür konzipiert wurde, um Tauchkühlungen zu machen. Okay, jetzt sehe ich aber, allein die Flüssigkeit kühlt das System ja nicht. Wie genau funktioniert dieses System und warum blubbert das so krass? Ja genau, also das ist kein Konvektionskühlungs-PC, wie man es zum Beispiel von so Ölkühlungs-PCs von früher kennt, sondern es ist ein zweiphasiges System. Das heißt, die Flüssigkeit verdampft bei 60 Grad, die ist elektrisch nicht leitend und man sieht es zum Beispiel sehr schön bei der GPU, da ist natürlich die Temperatur im Moment durch die Thermalglas deutlich über 60 Grad, dementsprechend verdampft es dort. Das Gas steigt nach oben hoch. Oben drin sitzt ein Radiator. Der Radiator, der oben drin sitzt, ist mit dem Radiator in der Front verbunden und wird quasi so abgekühlt. Und dadurch kondensiert eben das Gas hier oben und dadurch tropft dann eben die Flüssigkeit wieder runter. Das ist ein komplett abgeschlossenes System. Das heißt, die Flüssigkeit geht auch nicht verloren, man muss sie auch nicht nachfüllen. Ich habe das jetzt seit ein paar Wochen mal getestet, also man muss tatsächlich nichts nachfüllen. Und der große Aufwand darin ist eigentlich, diesen ganzen Behälter zu bauen, wo alles drin sitzt. Es muss alles hundertprozentig dicht sein, es muss druckdicht sein. Die ganzen Kabel müssen rausgeführt werden, also steckt sehr, sehr viel Arbeit drin auf jeden Fall. Gucken wir uns das dann mal an, was wir hier noch haben. Also hier vorne ist der Radiator mit den zwei Kühlungen, die das Gas wieder runterkühlen, plus die da oben, richtig? Also der Radiator hier drin, der mit dem oberen verbunden ist, die sind mit einer Wasserkühlung verbunden. Also das ist ein ganz normaler Wasserkühlungskreislauf. Und der Radiator hier vorne ist nur dafür da, um den Radiator hier oben abzukühlen, damit eben das Gas, das hochsteigt, dann kondensieren kann. Und man kann das rein theoretisch auch mit einem 140er Radiator kühlen, das komplette System. Das ist eigentlich das wirklich Interessante daran, weil bei dem Phasenwechsel, bei Übergang von flüssig zu gasförmig, geht sehr viel Energie verloren. Und das macht diese Art der Systemkühlung sehr, sehr effizient. Deswegen wird das auch im Serverbereich sehr, sehr gerne angewandt. Okay, jetzt habt ihr eben nur die Grafikkarte gesehen, aber hier hinten spielt die Musik nochmal, denn hier ist die CPU mit dem Arbeitsspeicher, der Festplatte und alles weitere. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, du hast gesagt, ihr habt dieses System für den Konsumentenbereich gebaut. Wie viel Geld muss denn ein Konsument mitbringen, damit er das zu Hause sich hinstellen kann? Also wir haben das System jetzt für 10.000 Euro gelistet im Shop, ist natürlich ordentlich viel Geld, ist klar. Ist natürlich auch kein normales Consumer-System. Wir versuchen damit natürlich eher auch Leute zu erreichen, die so ein System bei einer Show ausstellen möchten. Ich denke mal, wir werden relativ viele Interessenten haben, die selber irgendwelche Ausstellungen machen und dann sowas Cooles präsentieren wollen. Aber wer natürlich sowas gerne zu Hause haben möchte, sind wir gerne dafür bereit. Kann ich das selber bauen, wenn ich sage, 10.000 sind mir zu viel oder zahle ich am Ende doch mehr? Du kannst es auch selber machen. Das große Problem wird aber sein, das alles so zu bauen. Also der Tank zum Beispiel, der da drin ist, den haben wir selber gebaut. Wir haben hier eine Laserschneidemaschine stehen, die kostet sehr, sehr, sehr viel Geld, viele 10.000 Euro. Und sowas braucht man natürlich eigentlich, um den Tank zu bauen, um die ganzen Ausschnitte zu machen für das Mainboard Tray und so weiter. Wenn man das hat, kann man es rein theoretisch selber bauen. Problematisch ist eher, die Flüssigkeit zu bekommen. Also das ist von 3M, Novec heißt es, man kann das gerne mal googeln. Das ist eigentlich was relativ Bekanntes in dem Bereich, aber man bekommt das als Endkunde nicht so schnell. Alles klar, vielen Dank für dieses unfassbar interessante Interview und dass wir vor allen Dingen mal so einen Rechner zu Gesicht bekommen. 10.000 Euro ist ein Wort, aber mein Gott, ich meine, das ist für jedes Wohnzimmer der Knaller.